Live und in Farbe aus Aschaffenburg mit jetzt schon 20 Live-Zuschauern und 2 Likes. Vlogger Logic von Susops TV heute am, ist der 20. heute? Ist das Datum richtig geändert? Ist der 21. Jetzt war ich so schlau gewesen, hab das schon einen Tag vor angekündigt, ich Trottel, ne? Und hab's natürlich nicht geschafft, hier das richtige Datum einzutragen. Werde das mal hier sofort nachholen, dass wir hier auch die richtige Bezeichnung haben. Wir begrüßen erstmal die Zuschauer, wie sich das gehört, und haben hier was? Record, danke, und gehen noch auf Record. Vielen Dank. Begrüßen hier den Markus Helmke, den kommen wir gleich nochmal zurück. Begrüßen den anderen Markus Nelle, den Philipp. Hallo. Der geschworen hat, dass er sein scheiß Mikrofon ausmacht, wenn er nichts zu sagen hat. Dann weil er schwere Darth Vader-Probleme hat. Den Erik, den Muck Mac Alchemist, also auf Deutsch den Andi. Dann begrüßen wir den Johannes Wetzel, den P. Patrick, den Björn, I can know as Delta Echo Romeo Papa, den Dieter V3, den ich hier glaube ich schon nie gesehen habe. Und wir schauen aus, wie bestellt nicht abgeholt, okay. Volker Papp, Grüße mit und ohne. Johannes Gilges, Mitglied Andi Tremmel, ist irgendwie doppelt drin. Interessant. Und den Hardy, der offensichtlich aus Berlin kommt, ist hier auch am Start. Erstmal alle herzlich willkommen, die da sind. Dann begrüßen wir hier zu meinem dritten Tab hier den Markus Helmke hier aus, woher kommst du eigentlich schon mal? Hälfte zwischen Bremen und Hannover, Bremer Umland. Zwischen Bremen und Hannover, okay. Da muss man ja auch nicht unbedingt hin. Warum will man da hin? Ist das gut? Das ist schon ganz schönes, und wir haben hier den ältesten Museumseisenbahnverein in Deutschland. Also hier kann man noch geschlossenen Museumseisenbahnverein aktuell. Man kann hier noch. Ja, also auf jeden Fall sind wir hier schon guter Dinge. Was haben wir heute gehabt? Das ist ja ein Vlog. Ja, irgendwie die Stimmung bröckelt so ein bisschen. Die Stimmung ist gerade ja so durchwachsen. Heute mit jeder Menge Schwachsinn rumgeärgert. Wir haben einen Kundenchef, der hatte jede Menge Probleme gehabt mit seiner virtuellen Maschine, und der Parallels auf dem Mac, der kriegt da ums Frecken keine vernünftige Netzwerkverbindung auf den Exchange-Server hin. Auf derselben Kiste hat er aber vor allem die funktioniert. Ich habe die Treiber getauscht und MTU geändert und Proxy an- und ausgemacht und geguckt. Es funktioniert nicht, wir werden es wahrscheinlich nativ installieren. Da gehen wir schon 2 Stunden rum. Dann haben wir ein großes Nextcloud für den gleichen Kunden fertig gemacht, mit Talk drin, mit jeder Menge Customizing. Da haben wir die ganzen Demo-Daten rausgenommen, eine LDAP-Integration gemacht, mehrfach rumgeschliffen dran, sind ein paar hundert Mitarbeiter. Wir haben dort wir haben da jede Menge rauskastriert, Design angepasst, dann haben wir jede Menge Samba-Freigaben eingeklinkt mit Variablen, dass die User an ihre Gehaltsabrechnung kommen, Links wieder erzeugt, Proxy eingerichtet, also alles das volle Programm haben wir heute gemacht. Dann haben wir, lass mich kurz überlegen, dann war ich noch kurz beim Doktor gewesen, wegen habe ich weniger Geld gekriegt, dem Hund geht's gut, der hat kurz von der Tierärztin, sie hat es mir dann nochmal kurz erklärt, es ist nicht böse, es ist weg. Und die Werte sind super vom Hund, alles prima. Also vielleicht haben wir den noch ein paar Jahre, das wäre toll. Dann haben wir hier das Ganze vorbereitet, und mit unserer Fritzbox sind wir immer noch am Kämpfen, dass das WLAN macht, wie wir uns das vorstellen, was er nicht tut. Ich suche immer noch einen Modus, wo diese Fritz-Repeater zuliefern per WLAN, aber nicht mehr senden, und dann per Kabel raus, also als Bridge-Modus. IP-Client, das habe ich noch nicht so richtig hingekriegt. Also dann passieren nämlich so Sachen, dass er dann hergeht und mein MacBook auf einen Repeater, der 2 Meter weiter rechts steht, verbindet, und der verbindet sich mit 100 Megabit auf die Fritzboxen, so Späße, das wollen wir nicht. Da sind wir im Kämpfen. Dann, wenn wir uns mal einen Montag wahrscheinlich WireGuard angucken, also wir haben das Problem, Kunde hat eine Fritzbox schon länger, hat da ein IPsec-VPN, was irgendwie auch nicht so richtig gut performt, und ja, jetzt WebDAV ist keine Option, weil die Verknüpfungen dann nicht mehr stimmen. Die ganzen Links von den absoluten Dokumenten, wenn wir uns jetzt mal WireGuard vermutlich am Montag angucken, das war was, wo ich noch keine Zeit hatte dafür, aber dafür ist so eine Sendung wie Vlogger Logic genau richtig. So, dann haben wir noch was gehabt, hast du vergessen? Die Nextcloud? Haben wir schon gehabt. Achso. Aufwachen. Gut, also haben wir gehabt, wunderbar. Dann sind wir
Gestern und heute haben wir uns die ganze Sache nochmal mit dem Mailpiler angeschaut. Das ist ja so ziemlich das geilste Mailarchiv, was wohl wo gibt. Wir haben da eine Folge gehabt, da haben wir es mit Mühen und Brechen hingekriegt, weil die Reihenfolge der Installation eingehalten werden muss, sonst funktioniert das nicht. Das Produkt ist geil, der Installer ist doof. Deswegen hatte ich mich da ja mit einer Doku schon mal rangemacht und der Markus, ja, da ist er, der hat sich dann hingesetzt, weil er Zeit hatte und war so nett gewesen, also nett schon unter Treibung, und hat sich da eine Schweinearbeit gemacht, hat ein Installer-Skript geschrieben, was wir auch am Ende der Sendung oder die Tage euch zur Verfügung stellen werden, damit ihr das auch ruckzuck ausrollen könnt. Ich würde mir jetzt mal ersparen, zu zeigen, was das Produkt kann. Wir hatten es schon gemacht. Mailpiler.org ist die Domain, das ist ein Open-Source-Mail-Archiv. Wir lassen das auf Proxmox mit ZFS und Snapshots und allem drum dran laufen. Ich halte das für revisionssicher. Die Diskussion, ob die rechtskonform ist, werden wir nicht führen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich lasse es drauf ankommen. Das kann ich ganz klipp und klar sagen, weil ich es durch Open Source einsehbar und durch ZFS für nicht manipulierbar halte. Jeder kann nachgucken, dass man da drin herum manipulieren kann. Wer es nicht glaubt, soll es halt nochmal prüfen an der Stelle. Das ganze Produkt basiert auf ThingSearch, auf Nginx und MySQL und ein paar Sachen und performt wie Hölle. Ich habe einen Kunden, der hat da ein paar 10, ich glaube 10 Millionen, 8 Millionen, keine Ahnung, also unfassbar viele Dateien drin und das performt trotzdem immer noch richtig gut. Die Idee wäre jetzt gewesen, ich habe schon mal einen Container vorbereitet, wir installieren das jetzt mal mit dem Skript von Markus und zwar nicht mit dem allerneuesten Skript, sondern mit einem überschaubareren Skript. Der hat nämlich da noch ein bisschen weiter rumgefeilt. Das war, fand ich jetzt für die Dokumentation heute ein bisschen zu kompliziert. Während es installiert, gucken wir es uns das an und dann gucken wir, was es tut. Das wäre mal so hier die Reihenfolge. So, seid ihr damit einverstanden? Ansonsten schweigt für immer. Wie sieht's aus? Haben wir Kommentare? Nö, der Check-Channel schreibt, ist doch einfach. So. Der Der. Tech-Channel schreibt so einfach. Ja, werden wir mal sehen, ob das so einfach ist. Ne? Wir haben ja gesehen, dass es nicht einfach ist. Wir haben ja zweimal schon aufgenommen. Ne? Also wir haben ja einmal aufgenommen in Flocker Logic und ich habe einmal im SysOps-TV einen Versuch gemacht und der ging ja in die Hose wieder auch, weil ich wieder irgendwas übersehen hatte und dann mir die Zeit ausgelaufen ist und das soll halt zukünftig, man könnte auch eine Vorlage machen, könnte dann den Verschlüsselungskey ändern, den SSH-Key ändern, Domain Name, würde auch gehen. Ne? Also das Installationsskript von Markus ist relativ universell, muss minimal nur angepasst werden bei der nächsten Version und ja, sorgt dafür, dass ihr jetzt relativ schnell eine virtuelle Maschine habt. Markus, du hast meinen Desktop eigentlich? Nee, ne? Du hast meinen Desktop noch nicht, oder? Nee, habe ich noch nicht. Genau, dann kriegst du jetzt mal von mir nochmal den Desktop hier, dass du siehst, was ich hier am Treiben bin, zugewiesen. Jetzt müsstest du meinen Desktop sehen, ne? Ich mache mal hier Picture in Picture. Siehst du jetzt meinen Desktop? Kein Desktop. Nee, Das ist aber schlecht von kein meinem. Desktop. Aber ich habe doch hier im Jitsi eigentlich jetzt hier schon den Desktop freigegeben. Lass mal gucken. Nochmal raus. So, Ich hier. sehe dich. Jetzt? Du müsstest dich jetzt selber sehen im Prinzip. Ja, klar, ich sehe mich. Okay. Dann ist richtig. Wenn du dich selber siehst, ist richtig. Okay, alles klar. So, also ich habe jetzt hier Folgendes gemacht. Darauf müsst ihr auch bitte achten. Ihr macht euch einen wunderbaren Container und den nennt ihr bitte genauso, wie später der Hostname sein wird, über den ihr mit dem Browser drauf geht. So, und ich habe das tatsächlich auch verkackt, fällt mir gerade ein. Das muss ich nämlich noch machen. Das macht ihr so: Ihr geht hier auf DNS und müsst hier oben Pfeiler eintragen und hier Richtig. stellt ihr ein die Hostdomain, damit er später, dass die Skripte von dem Janus das tun, was sie sollen. Also dazu fahre ich das Ganze nochmal runter, dass das wird jedes Mal neu gesetzt beim Anpassen. So, das einzige Problem, ich muss jetzt, wenn ich dich zeigen will, muss ich hier draufklicken. So, dann. Ich könnte ja so ein Zwei-Fenster-Ding nachher machen. Das habe ich auch noch nicht so richtig gelöst. Ich brauche eigentlich noch einen eigenen Computer. Ich wollte ja den Raspberry Pi hier für die Session eigentlich nehmen. Ne? Der liegt jetzt da hinten. Ich glaube, ich kaufe ja noch so ein 400er Raspberry Pi. Das ist, glaube ich, für solche Konstellationen, wenn er genug Power hat, am besten. So. Übrigens, diese gute Optik hier, hat man gerade drüber gesprochen, das ist ein Raspberry Pi mit der 12-Megapixel-Kamera. Und was hast du da für ein Objektiv dran? Das 6 mm, was da standardmäßig mitgeliefert wird.
Dann ist aber nicht, bei mir war gar kein Objektiv dabei. Ja, das ist also was die mitliefern da aus dem Raspberry schon. Ah, okay, da muss ich mal Sind ja gucken. zwei Standardobjektive. Und das sieht gut aus eigentlich, ne? Also ich habe ja auch da so ein altes gekauft. Das sind ja diese CCTV-Objektive im Endeffekt, Ja, ne? genau. Genau, also die Idee ist jetzt hier, ich hatte hier mir schon mal ein Fenster aufgemacht und würde jetzt hier mal das Skript, über das wir gleich sprechen, mal hier reinföhnen Genau. und würde dann, während das läuft, mit Ja. euch das Skript mal durchgehen. Wie gesagt, wir hatten ja schon einiges, schon mal eine Folge dazu gehabt, deswegen werden wir da heute drauf aufsetzen und werde jetzt das mal speichern und sage jetzt hier mal und hoffe, dass das durchläuft. Sieht durchläuft zum Beispiel blöd dran jetzt, ne, wenn ich es falsch erwischt habe, aber dann müssen wir nochmal von vorne machen. Was wir jetzt natürlich machen können, was sich jetzt total anbietet, weil wir haben jetzt noch nicht installiert, ich gehe jetzt nochmal von Proxmox, der macht nämlich aktuell nur tägliche Snapshots und viertelstündliche. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu Joker. Falls wir jetzt doch nochmal mit meinem Skript durchstoßen müssen, mache ich jetzt mal auf dem Ja. Proxmox mal ein Cron Daily ZFS Auto Snapshot, dass ich da genau auf diesen Daily von außerhalb der üblichen Zeit zurückgreifen könnte an der Stelle. So, und dann kann es auch schon losgehen. Und hier sieht man schon mal hier oben, Hostname gleich Pilot Domain. So, jetzt lassen wir mal gucken. Der installiert jetzt den ganzen Kram, das dauert, der wird auch ein bisschen kompilieren, das dauert alles ein wenig. Gucken wir uns doch jetzt mal das Skript hier an und ich gucke mal, wie ich das jetzt hier vom Fenster am besten mit dir hinkriege. Ne? Wenn ich jetzt darüber, ich kann jetzt mal versuchen, dich mal auf den Ding rüber zu beamen, nochmal auf den Miracast. Ich bin ja vorhin schon gescheitert, warte mal ganz kurz. Ich packe dich jetzt mal hier auf den Miracast, mach mir bei Miracast auch mal den Ton an. Das ist Leben am Limit. Übertragung, Casting. Jetzt müsste ich hier, zack, einmal beenden. Und jetzt hier den Markus hier auf den Miracast. So, sag mal was. Ja, ich Ah, okay, alles klar. Weil dann kann ich jetzt zwischen meinem Desktop und dem Miracast hin und her schalten, dann funktioniert das hoffentlich. Okay. So, also, ich muss noch gucken, dass ich dich dann einblende, wenn du am Erzählen bist. Ich fange jetzt einfach mal an, ja? Und wenn ich was Ja. falsch sage, sagst du Bescheid. Also ich habe jetzt hier angepasst meine Domäne, die ich ja vorher hier schon schön in einem Container hier hinterlegt habe. Und mein Smart House, das ist dann die IP-Adresse, wo er was hinschickt, wenn ich was wieder zurückveröffentliche. So, dann Richtig. überprüfen wir hier, ob das auch passt, weil wir sonst das Problem haben, dass hinterher der Weblogin ja, so in die Hose geht, dass du denkst, es funktioniert nicht, obwohl es funktioniert. Ja, kann man das so Richtig. sagen? Richtig, Ja. ne? Gut, sehr gut. Er macht Dinge, die er nicht soll. Genau. Dann haben wir hier ein Full Upgrade. Ne? Also das soll laufen, das hat er auch schon Ja. mal vorhin gemacht. Dann installieren wir hier so diese Dependencies, das ist ein bisschen was zum Kompilieren und ein bisschen Python-Zeug und ja, also alles, was er halt gerne hätte später. Hier installierst du dann die üblichen, ja, nennen wir es mal vorsichtig, LAMP-Umgebung. Ne? Also Ja, PHP und MySQL und Zeug haben wir auch gehabt. genau. Und das ist richtig wichtig, hier wird der Postfix erstmal entfernt. Weil wir machen ja sowas wie einen Mail-Server, aber einer nicht, der weiterleitet, sondern einer, der hier hergeht, der macht noch. Genau, der hier hergeht und archiviert. Das ist schon ein Unterschied. Deswegen der Postfix muss da raus. Jetzt hast du Genau. hier dir was gesucht. Willst du es gerade mal erklären, was du da dir bei gedacht hast? Da habe ich ein bisschen abgeschrieben. Das ist eine Optimierung, die veröffentlicht wurde für den Mailpiler für die Datenbank, dass die Datenbank ein bisschen flotter läuft. Genau, also wunderbar. Dann startest du danach logischerweise die MariaDB. Das ist ein anderer Fork von MySQL, ist aber soweit kompatibel, soweit Genau. ich weiß. Dann gehst du in den Richtig. Temp-Ordner rein, lädst dir die aktuelle Version runter. Das werden wir nochmal in eine Variable packen, dass wir die Download-URL und den File-Name, dass wir Ja. den automatisch haben später. Gut, das Zeug hier ist jetzt erstmal direkt von der Homepage. Das ist kein Problem. User anlegen, das haben wir schon mal durchgenudelt. Richtig. Da hat er schon mal eine Version gehabt, die mit WGET nicht wollte. Hier wird das Okay. Ding entpackt, der Piler. Hier wird er Richtig. configured. Also sprich, da wird gesagt, hier, ich habe eine MySQL-Datenbank und hier die Memcached, die nutze ich gerne. Und das kompiliert Genau. das Zeug. Was macht ldconfig? Das musst du sagen. Was da genau drin steckt, weiß ich nicht, gehört aber mit dazu. Also ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht hätte. Ich weiß tatsächlich auch nicht, deswegen frage ich so blöd. Hat aber irgendwas, glaube ich, mit Autostartdiensten zu tun. Ich bin mir nicht so. Oder Module registrieren, keine Ahnung.
Ich muss selber gucken, ich weiß es nicht. So, dann nimmst du hier das Postinstall-Skript und machst ein Backup davon, übernimmst hier in Genau. der Datei hier den Smart Host und die www.grub. Genau. Die muss natürlich zum Richtig. aktuellen Webserver passen. Und dann machst du Richtig. das Post-Install. Da kommen wir vermutlich jetzt bald Richtig. schon hin. Nee, der ist noch nicht so weit. Genau. Post-Install bedeutet, er kopiert, nee, er erzeugt halt sowas wie den Key und passt selber in den Konfigurationsdateien Dinge an. Aber es ist halt nicht völlig ausreichend, leider. Wie gesagt, der Installer Genau. ist doof. Hier machst du nochmal zwei Backups. Genau. Dann gehst du her Genau. und editierst in der PyLA-Conf hier da die Domain, die wir noch eingetragen haben. Das kriegt seinen Genau. Post-Install irgendwie nicht hin. Und ich werde ihm das auch nochmal schicken und werde ihn dann darauf hinweisen, ob er es nicht vielleicht mal künftig verbessern könnte. Hier hast du Genau. das, das sagt mir nichts, wo du das her hast. Das hast du wahrscheinlich auch irgendwo hergeholt hier mit dem. Richtig. Wo hast du das her, die beiden Genau. da? Die kommen auch aus dem anderen Forum. Das sind der Memcache, das hängt ja mit dem Memcache, den wir ja verwenden wollen, auf dem zusammen. Das ist die Variable, die er da setzt. Also setzt dann den Counter auf 1. Und das erste Mail-Count haben wir da nicht drauf. Müsste man mal gucken, ob man das als den Spam-Filter da in irgendeiner Form dann aktivieren kann. Genau, ich bin über eine Sache gerade drüber hinweggegangen. Ich möchte es gerade nochmal zeigen. Also hier, Ja. dadurch, dass in Debian noch ein Sphinx 2 drin ist, er hätte gerne ein Sphinx 3, wird er hier Ja. runtergeladen in der vorkompilierten Version und hier gebaut. Aber ich denke, du kannst auch ältere Versionen nehmen, muss da halt dann anders ablaufen. Also das Ja. ist, hier wird, das ist, hat er bei sich Ja. abgelegt, der liegt mit Sicherheit auch noch offiziell bei Sphinx, aber die Version, die taugt ihm halt besonders gut, was jetzt sehr suchlastig ist, und dann wird es entpackt und wird dann auch Genau. hier, wird einfach nur entpackt und dann liegt das als, nee, das ist eine fertige Binary, das wird nicht gebaut, das ist eine fertige Binary und wird einfach an Ort und Stelle kopiert und funktioniert dann für Debian. Richtig. Der -C-Parameter sorgt dafür, dass das an die Stelle entpackt wird, wo es hin soll. Das heißt also, er packt es immer da in das entsprechende User-Verzeichnis rein. Genau, also da, wo es ursprünglich halt mal war. Na? So, Genau. dann, dann ist, das war das, wo ich letztes Mal drüber gescheitert bin. Du musst nämlich gucken, dass du in der einen Konfigurationsdatei sphinx.conf ihm nämlich sagst, dass die Sphinx-Version 3.3.1 ist. Ja. Und du musst das Schema irgendwie auf einsetzen. Das ist ein technisches Detail von dem Genau. Sphinx. Da bin ich auf die Schnauze geflogen, weil wenn du das nicht hast, fliegt nämlich später was anderes, nämlich das da auf die Schnauze. Nämlich der erste Indexer. Das heißt, er legt halt den Ja. Index erstmalig an, wo er dann drin sucht. Na? Da bin ich Und der gescheitert. Index, Genau in dem Bereich, das war der Fehler vom letzten Mal. genau. Und der Indexer muss als als User-Piler Das war ausgeführt werden, bekannt, ansonsten genau. fliegt der auch weg. Genau, Dann hast das du falsche zeigen wir Rechte dann. im entsprechenden Verzeichnis. Genau, das zeige ich auch dann gleich mal live. Ne? Da müssen wir eh nochmal manuell. Ja. So, dann gehst du in die verfügbaren Seiten, nimmst seine Vorlage, die er da hat, kopierst die, verlinkst die Ja. nach aktive Seite. Änderst den Genau. Wert pyler.yourdomain in das, was wir da oben eingetragen haben, sonst klappt der Login später nicht gescheit. Und dann Richtig. werden hier die beiden Dienste gestartet. Und hier, Richtig. was hat es mit den beiden Dingen noch auf sich gehabt? Da hast du ja auch gekämpft. Genau, da habe ich auch gekämpft. Die beiden setzen die Defaults in die RAN-Level rein. Das heißt also, dass die Dienste auch mitgestartet werden beim Neustart, weil ich hatte das Problem, dass nach einem Neustart Die nicht die da beiden waren. Dienste gar nicht gestartet wurden. Und dann habe ich auch gesucht, warum sind die eigentlich nicht da? Steht halt alles auch auf seiner Seite, aber halt relativ. Wie gesagt, das ist halt einer, der tierisch Bock Ja. hat und auch super ansprechbar ist und Hilfe und Support bietet und alles, aber einen guten Installer hat halt keinen Bock drauf. Das machen wir jetzt. So, Ja. dann hast du hier noch ein. Ach, dann bist du hier noch mit S. Das war nicht die Version, die wir getestet hatten, oder? Doch, 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 doch. Also hier machst du quasi erstmal ein selbstsigniertes Zertifikat, so wie ich das sehe, oder? Richtig, und packt das da rein und setzt den Engine so, dass er das auf das selbstsignierte Zertifikat Okay, das hatte weiterleitet. ich Das mir heißt also, gespart, weil für mich ist das In-House eine ja. In-House-Geschichte mit so einem Archiv, das braucht kein SSH, kein SSL. Ja, es läuft auch hinterm HA-Proxy sehr gut, wenn man auf dem HA-Proxy Genau. dann Let Encrypt laufen hat und die Zertifikate da laufen lässt und dann intern nur mit selbstsignierten Zertifikaten arbeitet. Das funktioniert ganz gut. Das habe ich so bei mir am Laufen. Korrekt. So, dann hast du hier im Endeffekt, wir können mal gucken, ob er noch läuft. Ja, hier geht es gleich ab. Das, ja gut, Genau, er wartet auf uns. dann hast du hier noch die Domäne gesetzt. Dann wichtig, das war noch damals seine Anleitung oder sein Dings noch mit PHP 7.2, jetzt sind wir wohl schon bei 7.3. Auch das sollte man vielleicht mal eine Variable nehmen, ne, welches, oder abfragen vorher vielleicht, was hast du selber aktuell für eine PHP-Version und setzt die vielleicht, da ist Ja, noch viel ja. Verbesserungspotenzial. Ja.
Gut. Dann hast du hier im Also Endeffekt, das ist die Hilfe und Kunst. Ergänzung nehmen wir natürlich. Ja? Was sagst du? Hilfe und Ergänzung nehmen wir natürlich gerne entgegen. Also Genau. wer da mehr Ahnung von hat, ich bin da auch nicht jetzt der Allwissende, Oh, das sieht für gerne mich schon ganz mit ordentlich aus. reinschreiben und vielleicht können wir es auf GitHub entsprechend dann hochladen, sodass Genau. das da dann weiter bearbeitet werden kann. Also das ist halt genau, das war die Idee. Also das hier im Endeffekt ist hier die SSL, die SSL-Baustelle, dass die Genau. geht. So, hier hast du noch eine Genau. andere Konfigurationsdatei, wo der, also das, hier kommt ja dieser Post-Installer, der scheißt auf Deutsch, ne? Also der taugt nichts. So, deswegen müssen wir das hier Ja. alles tun. Er hat zwar alles erklärt, aber Genau. er macht es halt nicht. Hier wird nochmal in der Config-Site-URL noch was eingetragen. Und hier hast du nochmal, was machst du hier Schönes? Cut, Stern, Stern. Nach, du hast ein EOF noch irgendwie, Da also das machst du. setzt er die Daten, die in der PHP gefehlt haben, also in der Config-Site-PHP, die muss ja auch nochmal überarbeitet werden. Das heißt, da packt er dann die Sachen rein, die da notwendig sind. Okay, so, was haben wir hier noch Schönes? Hier hast du noch Pilot, also das sind alles, das sind also alles Einträge, die du normal mit der Hand machen müsstest nach seiner Anleitung, ne? Timezone setzen und so weiter. Das sieht Ja, richtig gut genau. aus. Features an- und ausschalten. Hier ist der IMAP noch ein bisschen was vorbereitet. Memcached. Und dann sagst du hier Auto-Remove und Upclean. Und ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal kurz Kommentare und dann Ja. gucken wir. Eine Sache, die ich noch nicht auf der Reihe gekriegt habe, die ist aber nicht so schwerwiegend. Der Reboot fliegt nur auf die Fresse. Ich weiß nicht, warum der dann nicht wieder hochkommt, aber wenn man ihn dann über den Proxmox einmal manuell startet, dann ist er wieder oben. Also der Reboot unten, der letzte Befehl, der sorgt dafür, dass die Maschine abgeschaltet wird. Warum auch immer. Okay, alles klar. Das habe ich aber Ja. auch schon mal gehabt bei Proxmox. Jo, dann gucken wir mal kurz nach den, Philipp, nach den Kommentaren. Haben wir denn schon Nein. keine Kommentare? Nö. Haben wir denn Zuschauer? Die sind alle gespannt, wie immer. 31. Warten, dass es losgeht. Erik Topp schreibt hier. Also irgendwie kommt da nichts. Sind alle gespannt. Also gut. Es wird schwer gefolgt. Ich gehe mal weiter und gehe jetzt mal hier auf die Post-Installation. Das ist das, was eigentlich, was er nicht auf die Kette kriegt. Und ich finde es sau schade und ich werde ihm nochmal versuchen, eine Mail zu schreiben. Und vielleicht, also den Installer von uns wollte er auch auf die Homepage nehmen, hat er übrigens gesagt, ne, wenn der taugt. So, Okay. also, ich sage jetzt mal Yes und jetzt geht's los. Was ist dein Webserver Group Name? So, da musst du gucken, www.data passt, ne? Ja, Ja, das das habe ich ja hast du entsprechend gesetzt. angepasst, weil das zum Genau. Du Engine musst passt. nämlich sonst vorher, sonst müsstest du gucken, ich glaube, vorher war es nämlich sonst nur www oder sowas. Und du musst Richtig. gucken, unter welchem Usernamen dein Webserver läuft. So, dann hast du hier Genau. MySQL, Localhost, passt. Die Kiste, auf der ich Passt. drauf bin. So, dann will er wissen, wie die Socke heißt. Also mit der er Daten austauscht. Weil er geht nicht über IP, sondern er Ja, redet über eine richtig. Socke mit dem Socke. Es ist eine Instanz, da kannst du Daten hinschieben, Daten rauslesen. Und da musst du nicht über IP gehen. Geht über ein File. So, dann ist der User-Piler, also der MySQL Database, der Username Piler und das Passwort, das muss ich jetzt eingeben. Ich nehme jetzt hier auch Piler. Richtig. Du solltest es hier, und das ist nochmal der Root, glaube ich, ne? Root-Passwort fürs MySQL. Root-Passwort muss da auch eingeben, sonst Genau. fliegt er da auch weg. Das kriegt er hin, an die richtigen Stellen zu schreiben. Das SMTP-Relay hatten wir ja schon vorgeschlagen hier in der Das Konfigurationsdatei. kommt aus dem Skript Das oben. auch. Und jetzt ist das, was er machen würde. Er würde also hier noch die ganzen Einträge in die Cron-Tab vom User-Piler machen, ganz wichtig. Das hier, das ist zum Beispiel hier, das macht er hier alle halbe Stunde und das macht er einmal pro Nacht. So, Dinge. Jetzt sage ich hier mal Yes. Ich versuche es zumindest mal. Jawohl. Und Continue Modify the System, weil das kannst du kein zweites Mal machen. Ich könnte jetzt hier natürlich, bevor ich das mache, nochmal einen Snapshot machen. Falls auch hier was schief geht, Live-Sendung und so, ne? Weiß man ja nicht, wie das läuft. Und schießt das jetzt mal ab. Jetzt macht er die MySQL-Datenbank erzeugt den Key. Und ja, jetzt hat er neu gebootet, weil du es eingetragen hast. Guck mal, hier ist nämlich, das war immer das Problem, wenn du irgendwie die falsche Version von dem Sphinx nimmst und sowas, dann legt er den Scheiß hier nie an. Das kriegt er einfach nicht hin. Das ist wohl zu versionsspezifisch, da gab es wohl große Änderungen zu der alten Version. Und ja, jetzt können wir mal gucken, ob der hier brav sich wieder angeschaltet hat. Ja, also hier hat er sich neu angeschaltet, das sieht doch gut aus. Und wegen der Lippensynchronität würde ich jetzt auch mal wieder hier rüber hieven.
Streaming ausschalten. Ja, das ist eine ganz. Ich weiß nicht, ob es vorher lippensynchron war, aber dann kann ich jetzt auch den Chat gleich mal. Alles super, schreibt der Gordon an die Dremel. Erik, das Mitglied, sagt top. Gordon Kungel, das Nicht-Mitglied, sagt alles super. Und der Andi Dremmel findet das auch gut. Und das hauen wir mal hier rüber. So, und jetzt muss ich da ja irgendwie drauf. Ja, Oliver Bertrand sagt Respekt. Jetzt muss ich hier auch noch ein bisschen türken. Und das meine ich absolut rassistisch. Nein. Jetzt habe ich die IP-Adresse vergessen. Ne? Jetzt muss ich mal gucken, welche IP-Adresse der hat. Das war die 83. Die kennen wir jetzt mittlerweile. Und jetzt sage ich hier, weil ich habe ja noch kein DNS nix gemacht. Ne? 83 wäre Pile.cloud ist. Guck mal, allein dafür hat sich doch die Domain schon rentiert, dass man das hier immer schreiben kann. Hattest du die IP auf eine feste IP oder auf eine Variable gesetzt? Weil ich habe festgestellt, wenn er DHCP. wenn er den Container baut, dass er dann auch eine neue MAC vergibt. Das heißt, ich habe über meinen OpenSense gestern jedes Mal eine neue MAC-Adresse zugewiesen, eine neue IP-Adresse zugewiesen bekommen. Ja, also das ist ja ganz normale Integration, das sollte eigentlich jeder Admin können. Das finde ich jetzt nicht so relevant für die Sendung jetzt gerade. Also das dann reinzuhängen. Aber gut, Wenn ich jetzt irgendwie jetzt an wichtiger der falschen Hinweis. Stelle suchst. Ja, nee, das ist klar. Also viel wichtiger ist, das sollte jeder hinkriegen, was nicht jeder hinkriegt, nämlich ist, wenn du hier, und das muss schon mal in aller Deutlichkeit nochmal erwähnen bei dem Produkt, wenn du hier was falsch machst in den Config-Dateien, jetzt habe ich HTTPS gemacht. Ja, okay, ah, du hast das umgeleitet, okay. Dann hast du hier, jetzt komme ich nicht da drauf, weil der Button da unten ist von diesem Screensharing hier. Ach, der hat mal wieder keinen Bock, ne? Kann das sein? Auf das Zertifikat, ich habe das ja gestern versucht, jetzt muss ich wieder über meinen blöden Safari gehen, der wieder dieses Problem hat mit dem. Das tut mir jetzt leid. Nee, passt schon, alles gut. So, jetzt habe ich mich noch vertippt. Nee, das war das Beachball-Thema, da habe ich immer noch keine Zeit gehabt, mich drum zu Okay. kümmern. So, und jetzt kommst du hier auf die Login-Seite. Und das Problem ist schlicht und ergreifend, wenn du an der Stelle diese eine Datei, diesen Wert nicht änderst auf die richtige Domäne, dann leitet er dich nach HTTPS-Mailpiler weiter, du kommst auf eine leere Seite. Dann funktioniert es zurückzurollen. Ja, es bringt dir aber nichts, wenn du zurückrollst, weil du weißt es nicht. Also dann geht es wieder, aber du weißt es ja nicht. Du denkst dann im Endeffekt, es funktioniert nicht, es hat nicht geklappt. Und fängst von vorne an. Entschuldigung. Und fängst von vorne an. Hier gibt es zwei Logins: Auditor at local und Admin at local. Ich glaube, ich starte mal mit dem Admin at local. Pile Rocks wäre jetzt Standard-Kennwort, wird schon dringend bei so einem sensiblen Thema natürlich unbedingt hier zurücksetzen. So, mal gucken, ob der jetzt gleich mal kommt. Passwort sichern. So sieht es jetzt aus dann beim ersten Mal. Ne? Du hast also hier rechts oben Oldest Record von Mails. Warum das noch keine drin? Ja, hier. Null Mails. Ich habe auch was vorbereitet, ich habe es noch nicht runtergeladen. Dann steht hier drin, was hat er hier an Memory Usage, also was braucht er an RAM, wie viel ist hier Auslastung drin, wie voll ist die Platte, ist der Piler-Dienst da, ist der Smart Host erreichbar und soll er irgendwas purgen, periodic. Dann kannst du hier, ja, kannst hier Statistiken, da ist jetzt halt nichts drin. Ne? Das könnten wir uns jetzt mal bei eventuell mal, ja, das könnten wir uns relativ unverfänglich doch mal beim Kunden anschauen. Solange wir uns da keine Mails angucken, wenn mir die IP-Adresse einfällt, da kommt was auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist das Falsche wieder in der HTTP. HTTP. Ja, und dieser Drucker ist, naja, okay, dann muss ich den weniger spektakulären von mir vermutlich nehmen. Da kriege ich wahrscheinlich die IP-Adresse noch zusammen. Ja, genau. Admin at local. Und was habe ich da für ein Passwort drin gehabt? Ja, das passt, okay. Ja, und das siehst du zum Beispiel hier sind, der Alice-Rekord ist von 2000 da oben und er hat jetzt irgendwie in den letzten 60 Minuten 13 Mails archiviert, das ist ein guter Spamfilter und in 30 Tagen 6.500 Mails. Und das Krasse ist, dass nicht mal meine SharePoint-Mails dabei, also das ist wirklich das Zeug. Na? Memory Usage, der braucht jetzt hier keine 2 Gigabyte und hat
hat hier 23 Gigabyte von einem Syn-provisioned Terabyte. Das kannst du schon wunderbar syn-provisioned, weil du hast ja nichts mit Partitionen in dem Container zu tun. Das heißt, du kannst da gleich großzügig rangehen, kannst aber auch regelmäßig, kannst halt den Wert wieder zurücknehmen, weil es gibt ja keine Partitionen, ne, in diesem ganzen Konstrukt. Dann haben wir auch hier ein paar Mal vielleicht Dubletten durch die Gegend geschickt oder doppelt importiert. Das kann das Ding hier. 500.000 Mails wurden bislang empfangen, 200 noch was. Also da habe ich mit Sicherheit mal Zeug doppelt importiert und so. Und Durchschnittswerte und wie sich das alles zusammensetzt, das also ist richtig, richtig cool gelöst an der Stelle. So sieht das aus, wenn da richtig viel Daten drin sind. So, und dann habe ich mal was versucht, ist, warte mal, ncsysops.de, unser wunderbares Nextcloud, jetzt auch in der, ich habe also die ganze Zeit gewartet, dass da mal irgendwie eine neue Version kommt, aber du musst Major-Version tatsächlich mühselig mit der Hand installieren. Deswegen kam da nichts. Und jetzt muss ich mal gucken, ob da irgendwas Peinliches zu sehen ist. Nee, es ist genau das, was ich eigentlich sehen wollte, nämlich die Mails, die ich mir da gerade zurechtgelegt habe. Die wollen wir jetzt gleich mal da reinziehen. Und ich versuche jetzt mal das Folgende. Markus, mit dir ist noch alles gut, du bist noch da, ne? Ja, ich bin okay. Da und höre aufmerksam zu. Gut, gut. Nee, ich will nur mal kurz hier diese Mails hier, die ich da... Das ist der Ordner hier. So, dann, ich hätte jetzt den ganzen Ordner, ich markiere die jetzt mal alle. Sag jetzt mal hier runterladen und dann nehme ich den Link aus dem Code raus. Das ist immer so blöd, dass da kein Wget-Link gibt bei dem Zeug. Jetzt entpackt das mir wieder, das war nicht das, was ich wollte. Ach, verflucht, das ist kein Safari-Browser, ne? Blöd. Jetzt müsste ich mal gucken. Na ja, gut, krieg ich auch mit SCP hin. Machen wir mal hier einfach auf der virtuellen, also auf dem Container hier, mkdir Mails. Ja? Und hier auf meine Kiste lokal gehen wir mal in Downloads. Und der Ordner, den hat er da angelegt, der heißt Nachrichten. Genau, und dann sage ich jetzt hier SCP Stern nach 1 und 2. Root müssen wir vorne dran machen, root at 5083 meine ich, Doppelpunkt slash root slash mails. So, das scheint wohl. Could not resolve hostname. Okay, ich guck mal, ob da was angekommen ist. Ja, da hat er die Namen, haben jetzt nicht so wirklich gut getaugt, die da drin waren. Aber wir haben ein paar Mails, die wir übernehmen können. Ja? So, jetzt habe ich den nächsten Fehler gemacht. Ich muss die nämlich tatsächlich noch, okay, ich muss jetzt mal den Ordner, ich muss immer ein bisschen improvisieren, den muss ich jetzt mal irgendwie nach root schieben, mails nach root und chmod 777, ich muss mir jetzt gerade mal behelfen, dass der andere User reinkommt, nämlich alles, was du hier machst, muss nämlich mit zu Pile laufen, das gehst du hier rein. Das ist interessant, seit wann hatten der eine Bash, hast du da was gebastelt? Irgendwo. Der hatte nämlich, der Piler-User hatte nämlich ursprünglich ja gar keine Bash gehabt. Warst du das? Kann das sein, dass das durch das Skript, durch den Aufruf gekommen ist? Also ich habe die ganze Zeit, wenn ich es gemacht hatte, habe ich eine SH da hinten gehabt. Das ist interessant, ne? Aber das scheint eine Bash zu sein. Okay. Jetzt gehen wir mal nach slash mails und starten mal das Tool. Ja. Starten wir das Tool Piler Import. Und guck mal, was du so kann. Nix. Genau, guck mal hier, was der da alles kann. Also er kann Config-Files, er kann EML-Files importieren. Er kann Mailbox-Files, also Mbox-Files importieren. Er kann ein komplettes Directory, das ist das, was ich jetzt gleich mache. Ne? Er kann IMAP-Server-Zeug ziehen. Er kann von POP3, da kannst du Username, Passwort, Portaware geben, ist klar. Hier die Ordner von den entsprechenden IMAP-Dingen. Er kann hier, das ist auch alles IMAP-Zeug. Batch-Limit, ja, Start-Position, Ziel-Recipient kannst du, okay. Try-Run kannst du machen, das können wir mal probieren. Und Only-Download, Remove-Imported Mails gibt es auch noch. So, ich denke, das ist schon mal eine ganze Menge. Ich bin mir auch sicher, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der auch PST konnte eigentlich. Ich gerade mal kurz gucken. Weil das fehlt mir jetzt hier in der Liste. Nee, da habe ich heute noch mal reingeguckt, da bin ich durch Zufall drüber gefallen. PST kannst du mit den Standard-Tools PST irgendwas
exportieren, genau, du musst das extrahieren, dann wieder wo bist du denn hier schon wieder? Da ist Dann hast du einzelne Mails, die du dann wieder importieren kannst. Ja, ich glaube, das ist schon eine Weile her, aber es ging auf jeden Fall, wie wusste ich nicht mehr. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, bevor es hier richtig gut abgeht, ob wir da noch Kommentare haben, weil die haben wir hier auf dem Kanal 4. Nö. Das ist keine Show heute, das ist eine Andacht. So, das ist hier so wie so ein Robert-Smith-Konzert, weißt du? Das ist kein Konzert, das ist eine Andacht. Alle halten die Fresse, er liefert, alle gehen zufrieden nach Hause. Das ist Flocker Logic, wenn es da immer so wäre. So, also sagen wir jetzt hier Pile Import minus D, glaube ich, Großpunkt. So, hat er das jetzt gemacht? Wissen wir nicht. Hat er dann Output gehabt bei dir das letzte Mal? Ich bin mir nicht sicher. Ich mach mal. Output hat er bei mir gemacht bei dem IMAP, aber. Ja, genau. Und wichtig ist, wenn du das machst, musst du in einem Ordner sein, in den er schreiben darf. Also wenn du su machst zum Beispiel, wenn du sudo Pyler machst, dann musst du erstmal mit CD nochmal in einen Ordner wechseln, wo er schreiben kann. Das ist noch ganz wichtig. Da kann er auch nicht. Wieso ist denn der? Ah ja, hier so. Jetzt. So, jetzt habe ich es wahrscheinlich zweimal importiert. Wenn du jetzt reinschaust in dein frisch konstruiertes Fenster, was du verloren hast, das ist der Health Monitor, das ist der von SysOps, das ist der Markus hier, wo ist denn eigentlich zum Geier? Ach, das haben wir hier im Ding aufgemacht, da sind wir zu Hause, genau. Dann kannst du dich hier mal ausloggen, also hier waren wir drin gewesen, nochmal ganz kurz, Gruppen, User gibt es, du kannst dann entsprechend hier erstmal User mit der Hand anlegen, kannst den E-Mail-Adressen zuweisen, dass die nur das sehen, ob die alles sehen dürfen. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf wegen LDAP und Co. Hier könntest du noch deine Mail-Domains hinterlegen zum Beispiel und kannst hier Domains noch mappen. Da habe ich aber auch nicht ganz verstanden, was da der Vorteil davon ist. Vielleicht kannst du mir das nachher noch erklären. So, ne, du musst mappen irgendwas, aber es geht auch ohne Mapping auf jeden Fall. Hier Archiving Rule, Retention Rules, Folder Rules, kannst dann verschiedene Sachen hier noch einstellen, wie dir das taugt. Das könnt ihr in der Anleitung nachlesen, das ist mir, da müsste ich mich eigentlich mal mit beschäftigen, weil ich es jetzt schon lange genug am Laufen habe, aber im Moment gerade nicht wirklich relevant für die Sendung. Relevant für die Sendung ist, wenn du hier nämlich jetzt dich wieder ausloggst und mit dem Standard-User Auditor at local rangehst, mit dem Passwort Auditor, was du auch besser dann mal änderst, wenn du da mit sensiblen Daten hantierst. Dann warten wir hier wieder. Das, was hier so lang dauert, ist nicht der Pile, das ist mein Keychain Manager, der hier den. Das sieht doch super aus, oder? So, Passwort sichern. Und dann gehst du hier auf Search, da sind keine Mails drin, wie du siehst. So, und jetzt kommt nämlich Folgendes, wenn du hier die Contab, was er am Anfang angelegt hat. Also, du musst nichts tun, du musst nur warten. Wir müssen jetzt warten bis 5 nach oder 35 nach. Ich habe keine Geduld, deswegen mache ich jetzt als User Pile diesen Indexer-Aufruf hier. Den mache ich jetzt. Dann dauert es ein paar Sekunden, wo du auch siehst, dass er auch definitiv was tut. Dann gehst du auf Search und hast keine Mails drin. Warum hast du keine Mails drin? Kann ja wohl nie wahr sein. Ich habe doch davon Mails importiert. Oder er hat es nicht auf die Kette gekriegt, weil die scheiße heißen. Das könnte jetzt auch sein. Ja. Ah, großes. 25 schreibt kleines D nehmen. Was? Kleines D. Kleines D? Kleines D sein. Mhm, okay, dann machen wir das gerade nochmal. Ich habe jetzt auch nicht mehr geguckt, ehrlich gesagt. Ach. Guck mal da. Na? Also, Gleichspiel noch einmal. Vielen Dank. Wer hat das geschrieben? Der großes DHC, ist Dryrun. DHC325, vielen Dank. So, Mikro wieder aus. Wunderbar. Dann haben wir hier importiert und hier sind sie nicht. Jetzt müsstest du warten bis 5 nach oder bis 35 nach. Ich habe keine Geduld, deswegen hole ich mir das hier aus dem Ding raus. Das hab ich ja dann. Jetzt hast du eine Bash. Die ganze Zeit keinen Bash gehabt. Da musst du das jedes Mal erstmal holen und dann eingeben. Jetzt rufst du das auf, wartest, bis das fertig ist und jetzt kannst du einfach hier, ich habe mal nach Newsletter gesucht, ja, guck, hier voll gut, Harley Davidson, auch super, hätte ich saugern geguckt, diese Show, ich war auch da, Zeit hat nicht funktioniert, zu der Zeitpunkt, wo sie ihren Event hatten, habe ich zurückgeschrieben, vielen Dank, Harley Davidson, ich hätte es mir gern angeguckt, ich habe ja ohnehin einen Triumph gekauft, doof gelaufen. Als ob ich es geahnt hätte, dass ihr zu doof seid für das Neue. Was ist eigentlich bei Harley gekommen? Kam da irgendwas, was überhaupt für mich relevant gewesen wäre? Ich glaube nicht. Ich sehe mich nicht als. Seht ihr mich als Harley-Typ? Mal bitte Umfrage in die Kommentare bitte. Seht ihr mich A als Harley-Typ, B BMW-Typ oder C Triumph-Typ oder D Vespa-Typ? Zuerst erfahrt ihr es hier bei SysOps TV Flocker Logic.
So, hier sind die Mails, ne, und die funktionieren. Hier sind die Newsletter. Und was hier ein bisschen komisch ist, ist hier so die Uhrzeit. Das ist die Uhrzeiten-Timezone von dem Absender. Die Reihenfolge stimmt aber in der Regel trotzdem. So, und jetzt könnte ich hergehen und könnte jetzt quasi so eine wiederherstellen. Normalerweise würde der jetzt hergehen und würde jetzt hier, ich muss mal kurz Mail aufmachen, er würde jetzt hergehen und würde das an deine E-Mail-Adresse zurückspielen, von der das hingegangen ist. Als Auditor hast du die Wahl, wo du es hinschicken kannst. Du könntest das jetzt auch zum Beispiel, wenn das viele Mails sind, weil du gerade einen Mail-Server zurückgerollt hast oder sowas, könntest du es natürlich auch einfach an einen öffentlichen Ordner schicken oder einen Unterordner von dir und dann den Leuten nochmal zuweisen. Also so ein typisches Konstrukt wäre hier quasi gewesen, dass du einen Server zurückrollst und die Mails von letzten halben Stunde nochmal irgendwie rekonstruierst, ne? Eigentlich müsste er das jetzt hier darstellen. Ah, doch, da ist es. War das der YouTube Creators? Ja, okay. Ihr müsst mir das jetzt glauben, es ist gerade hier eben auf dem Handy aufgetaucht. Problem war nur gewesen, dass ich kann es jetzt nochmal versuchen, dass der das jetzt wieder einsortiert hat unter dem richtigen Datum, was ja eigentlich was Gutes ist und ich hier eine Gesichtserkennung habe. Warte mal, ich probiere es nochmal. Was? So. Sieht man nicht? Doch, sieht man. Ja, aber eben ist das. Jetzt muss man das hier in die Kamera halten. Erfreut euch an dem schönen Bokeh von dem Objektiv. Da sieht man das jetzt hier. So, da unten will einer einen Redbox haben. Auch ein wunderbarer ehemaliger. Guck, da kommt es gerade, ne? Das war der Newsletter von eben. Hat er jetzt wieder gleich einsortiert. Und voll gut. Voll gut? Gut. So, gut. So, hier kommt die Frage. Also, hier seht, ich habe einen Try-Run gemacht, schreibt der Markus. Okay, alles klar. Der Johannes sieht mich als BMW GS-Typ. Ich bin die Urban GS gefahren, also die R90 GS. War nicht mein Ding gewesen. Der Hardy schreibt, eher Schwalbe. Nee, finde ich ganz gruselig, die Dinger. Die haben wir letztens mal bei der Vespa-Ausfahrt am Arsch gehabt. Die waren wirklich nervig, die Dinger. Die sind gefahren wie die Sau und gestunken ohne Ende. Das war nicht geil. Hermann Brauer, genau, Klaus raus, schreibt Vespa. Fab schreibt Vespa und Mailpile läuft da, dann geht es ja morgen los. Ja, genau. Und genau, das können wir beim Rainer natürlich auch. Ich weiß nicht, ob Rainer schon Mailpile hatte, ansonsten können wir es noch gleich morgen mit drauf machen. Ja, ich habe zwei Vespas. Ich sehe mich überhaupt nicht als BMW-Typ. Die sind mir zu brachial. Also Harley ist mir auch, das ist so ein Image, komme ich überhaupt nicht drauf klar. Deswegen Triumph und Vespa. Italien und England. Ganz klar vor Amerika und. Bist du Ostberliner oder Westberliner gewesen? Ich bin Ostberliner. Ostberliner, Ja. ja, da darfst du Schwalbe fahren. Da musst du Schwalbe fahren. So, ist mir voll den Halt drauf, ne, wenn du anschaltest. Ich glaube, das ist die Rückkopplung zwischen beiden Mikrofonen oder sowas. gut, Moment bitte. So, Stimme heute nicht ganz so gut. Dann haben wir die Sache mit den Logins. Es gibt ja noch der Markus, der ist ja eigentlich noch da, ist der Markus. Der Markus ist noch da und schläft. Da ist er, guck, da voll gut. Markus ist noch da. Hört bei dich? Sag mal was. Ja, ich Ja, höre dich. genau. Der Kann ich Markus hat sehen? auch noch eine zweite Variante gebaut. Die habe ich jetzt heute aus Gründen nicht genommen, weil das zum Erklären zu schwierig gewesen wäre. Also erstmal hätte ich ganz gern mal von allen hier ganz großen Applaus für das Skript. Da hat einer, nämlich der Markus, hier wirklich lange gesessen, hat schon einen Haufen Arbeit gemacht und er stellt uns das zur Verfügung. Und ich packe das dann nicht jetzt, sondern morgen übermorgen mal auf unser GitHub und dann gebe ich das nochmal durch. Ich werde eh noch eine Portalseite machen. Also erstmal wirklich ganz großen Respekt. Und wenn ihr dem irgendwie einen Amazon-Gutschein schicken wollt, weil es euch weiterbringt, dann kontaktiert mich. Ich gebe euch die Adresse dann auf Zuruf. Würde ich sagen. Also das ist super angemessen. So, dann haben wir Kommentare ab Patrick. Der Patrick schreibt, übernimmt der Pfeiler die Ordner vom iMac, wenn welche da sind? Ah, das ist eine Frage, die habe ich schon mal gehört. Weißt du das? Du hast dich ja, hast du das mal Also probiert? kannst einmal die Authentifizierung kannst du gegen IMAP laufen lassen, sodass du dann die User-Authentifizierung auch gegen IMAP hast. Und ich habe heute auch meinen eigenen Account mit IMAP importiert, das ging. Ja, die Waren Frage ist, 1000 wenn du aber, Mails.
10 Minuten zurückspielst, weg. dass du einen kompletten IMAP-Ordner zurückspielen kannst, dass du sagst, ich möchte jetzt nur den einen Ordner zurückspielen von User. Ist die Ordnerinformation mit drin, wenn du mit IMAP importierst? Boah, nee, Ich aber denke die auch braucht nicht. dafür, dabei gibt es verschiedene Optionen. Ich denke auch nicht. Also wir könnten, nee, also ich meine, du hast ja hier, wenn du hier mal schaust, gut, ich habe jetzt alles SMTP, aber ich sehe jetzt hier nicht, dass irgendwas, es gibt nur Restore to Mailbox. Also eine Mail, lass uns mal über so eine Mail reden. Ich finde die Frage ganz gut. Also irgendwo müsste er ja dann die Information ja herhaben, wo das Sache ist. Aber wenn du dir mal so eine Mail anschaust, gerade mal so ein Newsletter oder sowas, na, das können wir doch mal machen. Das ist doch eine sehr gute Idee. Da hast du hier, wir brauchen jetzt mal irgendeine, die ich auch geöffnet kriege vom Dateinamen her. VI, puh, ja, leer, nö, zack, leer, ja, hier, sehr gut, zack. Nee, kein Bock, doch, wunderbar. So sieht so eine Mail aus. Na? Da hast du einen Return Path. Das ist eine E-Mail-Adresse, wo, wenn irgendwas schiefläuft, wahrscheinlich, wo er da zurückgeht. Das kann auch schon mit BATV-Secret sein, dann hier, wer hat das empfangen? Ja, siehst du es? Also hier steht tatsächlich drin, welches System hat es empfangen, welches Produkt hat es empfangen, wann wurde das empfangen. Also wo kommt der ganze Scheiß her? Wurde das gescannt? Also hier hat sich dann schon mal, das kommt vom Univention wahrscheinlich her oder von der Firewall. Gibt es da schon ein Spam-Rating? Also das wird dann immer so hochgezählt. Ja, einmal ficken ein Punkt, zweimal ficken drei Punkte. Hier Ray-Ban, nochmal 5 Punkte obendrauf und so weiter. Da steht hier alles drin. So, received from, also hier siehst du, wo das alles herkommt. Jetzt bei einer archivierten Mail hast du da auch jede Menge Zwischenschritte noch, wo das langgelaufen ist. Das sieht man hier alles. Dann hast du hier DKIM-Signatur von YouTube, Google DKIM, okay, alles schön. So, das sind alles Metadaten. Das ist alles Header, das heißt alles im Kopf oben. Subject, worum geht es, der Betreff. Dann wer hat das geschickt. Das ist übrigens die Mail, dass die 1-Euro-Mitgliedschaft jetzt funktioniert im Kanal. Hint, hint, Zufall. Und dann geht es hier drum, was kommt jetzt hier eigentlich? Ja, also hier kommt jetzt quasi die eigentliche Mail. Und da steht dann drin, jetzt kommt hier Rich Text oder normale Text oder hier kommt ein Attachment oder sowas. Dann hast du hier Attachment oder Grafik oder whatever. Das ist die eigene Mail, die könnte auch verschlüsselt sein, whatever. Deswegen ist bei einer verschlüsselten Mail auch eben der Header oben, die Metadaten sind immer da und das nicht. Und das sind meines Erachtens auch gar keine Informationen über Ordner. Das heißt, wenn er es zurückspielen würde, hat er die Information gar nicht, wo es mal lag. Auch beim Importieren. Der holt sie raus, inhaltlich, aber ich wüsste nicht, es ist ein SMTP-Produkt und kein IMAP-Produkt. Deswegen glaube ich nicht, dass er hier die Ordner wieder zugeordnet kriegt. Oder wie siehst du das? Also ich habe gerade bei mir reingeguckt und ich habe ein paar Mails in Unterordnern. Die Unterordnerinformationen sind da komplett raus. Also er importiert die Mail als Mail. Als Mail, ne? Das Und habe ich mir auch schon gedacht, genau. ja. So, dann hast du es ja gesagt, in deinem Skript hattest du ja, das wollte ich das zweite nochmal aufmachen, das war das erste hier. Wieso geht, da ist es genau. Da hast du unten noch ein bisschen gebaut, das wollte ich Ja. nochmal zeigen. Du hast hier gesagt, wie wird, Genau. also hier ist diese, ne, da geht es um die Authentication gegen IMAP-Server. Das heißt, der User kann sich mit seinem IMAP-Passwort einloggen. Und sieht dann die Mails zu seinem Mail-Account, richtig? Richtig. Genau. Mir gar nicht genug Gelegenheit, mal zu husten. Ich muss nach langsam mal. Ja, das ist eine kurze, kompakte Folge, weil gut vorbereitet. Ne? Aber das ist nicht das, was ich normal mache. Das habe ich auch nicht vor, anzufangen damit. Also in der Skriptversion habe ich das auskommentiert. Ich habe es mit reingeschrieben, dass es angelegt ist, aber ich habe es jetzt erstmal auskommentiert, damit es da nicht irgendwie rumspukt. Genau, und dann hast du halt hier nochmal die LDAP-Geschichte, da musst du genau gucken, beispielsweise Univention hätte hier 7389 und da musst du gucken, dass dann die Attribute hier stimmen. Da kannst du mal schauen im Endeffekt, da kannst du mal, Das habe ich heute spontan nicht zum Fliegen gekriegt. nee, das habe ich aber am Laufen. Du musst nur gucken, dass wenn du über, ich weiß gar nicht, wie es bei dem einen Kunden gemacht hat, ich glaube es. Ich muss das, irgendein Grund muss das über Ding machen. Du kannst ja, wenn du einen Domain Controller hast, über Active Directory gehen, dann sind es die einen Werte. Du kannst, weil der kann ja LDAP, wenn du über Univention gehst, kannst du über Active Directory oder LDAP gehen. Der Janus hatte das mal auf meinen Wunsch, hat er mir mal sich 2 Stunden mit mir hingestellt und hat dann noch die fehlenden
LDAP-Attribute eingefügt. Das müsste mit Univention mittlerweile funktionieren. Da müsst ihr halt nur gucken, wie die Attribute sind. Das ist sowohl bei Windows als auch bei Univention dokumentiert. Was da jetzt das Mail-Attribut ist. Ne? Also beispielsweise hier steht ja Mail. Ne? Das kann aber auch Primary Email Address heißen oder Proxy Address. Und du musst nämlich auch die Proxy Adressen noch mit auslesen, das ist ganz wichtig. Mhm. Ne? Und das ist ein Thema für sich, das würde heute einen Rahmen sprengen. Aber wenn es funktioniert, kannst du dich dann mit deinem Exchange-Account dann darauf einloggen, siehst alle deine E-Mail-Adressen und die Mails, die da hingegangen sind, aber nur die einen. So, da hinten wird gleich fleißig telefoniert. So, was haben wir noch Wichtiges? Sind wir schon fast durch. Mal gucken, haben wir noch Fragen? Nein, also der DHC 325 sagt auch nein, dass es nicht geht mit dem Import. Muss man aber mal drüber gesprochen haben. Ja. Na, im Endeffekt. Ich glaube, das ist das, wenn du dein Mikrofon offen lässt, dass die Leute dann da so, dass das eine Rückkopplung gibt, irgendwie, dass die Phasen verdreht sind. Ich habe da so meinen Verdacht. Ich kann es nur dringend empfehlen. Erzähl doch mal, Markus, mal über deine letzten Erfahrungen noch damit und so weiter und wie du das siehst. Vielleicht kannst du schon mal ein Fazit zum Produkt machen, da brauche ich ja schon nicht machen und kann mich mal ausrüsten hier kurz. Ja, für mich ist das ja auch neu. Also ich habe jetzt mit dem Produkt irgendwie schon so wahnsinnig viel gemacht. Ich bin nur über deine Videos gefahren und habe dann gesagt, ich packe mir den ganzen Kram mal zusammen und schreibe mir das mal runter, dass ich, es war dann auch lauffähig und habe dir das dann ja im ersten Ansatz mal geschrieben. Hier und da ist es ein bisschen hakelig, aber wenn man seine Sachen da mal eingestellt hat, dann ist das ein leistungsfähiges Ding. Und ich habe heute 20.000 Mails da reingeschoben, jetzt mal zum Anfang. Das interessiert ihn gar nicht. Also du kannst da drauf rumklicken und die Mails sind alle sofort da, auch mit der grafischen Aufbau unten drunter. Also auch der Engines läuft schnell. Also das ist schon eine super Sache. Und ich habe, weil ich ja in meinem ersten Leben Controller und Buchhalter bin, auch gleich mal in die GOBD reingeguckt. Also es ist eine GOBD Information über den Ablauf des Programms auf der Seite in Deutsch runterladbar. Also man kann das auch verteidigen, wie du schon sagst. Es ist nicht zu diskutieren, gut. Aber wenn ein Angriff käme, könnte man entsprechend argumentieren. Dann müsste die Anwältin, mit der regelmäßig im Bett schlaf, dann darauf ansprechen. Dann haben wir, genau, was soll ich dazu sagen? Ich benutze es seit Jahren, ja, also seit 5 Jahren bestimmt, bin ständig in Kontakt mit dem Janus Sutu, der macht Support, der ist ganz gut erreichbar über Skype im Chat, antwortet innerhalb von einem Tag locker, hat noch nie Geld von mir gewollt, denn es gibt ein kommerzielles Modell von ihm, von dem Produkt, können Sie aber auch einfach frei einsetzen und kann nur sagen, nutzt es, setzt es ein, das ist toll. Und ich habe auch noch was in fast eigener Sache. Wenn ihr hier aus der Ecke, was war das, Hamburg, Bremen, nee, Berlin, Bremen. Nein, Bremen und was? Hamburg, Hannover, Bremen und Hannover. Bremen, nein, völlig durcheinander gehabt. Und habt einen Job vielleicht für den jungen Mann hier, dann könntet ihr den mal kontaktieren. Schreibt mich an, ich würde das dann weiterreichen an der Stelle. Von mir kriegt er auf jeden Fall Arbeit, wenn ich es irgendwie hinbekomme. Das ist schon relativ sicher. Super. Haben wir noch Kommentare dazu? So, mal gucken, Kommentar-Thread hier. Ole, da ist er. Ach Quatsch, da drüben habe ich es ja wieder hinweg. Ich habe so ein Fenster offen. Hui. Der Jojojo27 schreibt, gibt es da mittlerweile... Jojojo, stopp. Der Jojojo fliegt gleich aus dem Container raus, weil das ist nicht Big Brother hier. Nein. Nee, gibt keinen Container. Hau ab. Container ist scheiße. Ja, das Container macht es im dümmsten Fall kaputt. Gibt es da eine Rechtskonformität? Haben wir gerade anfangs schon gesagt, nö. Aber du kannst es verteidigen, weil es ja da Open Source ist und weil es ein Ablauf ist, was da passiert und das Ganze auf ZFS läuft. Du bist so oder so vor Gericht, hast du nie automatisch recht, weil du ein rechtskonformes E-Mail-System hast. Ja? Aber zumal, du könntest aber behaupten, dass du eins hast. Und dann muss der andere erstmal sich überhaupt erstmal trauen zu klagen. Na, du kannst ja so lange flunkern, dass das Open Source ist, bis wirklich vor Gericht geht. Und das muss erst mal vor Gericht gehen. Also Rechtskonformität, du kannst es zertifizieren lassen, wenn du Bock hast. Aber ich sehe es nie ein, weil ich habe ZFS drunter, das kannst du nicht manipulieren, weil ZFS immer das Ende der Vektorkette ist. Also du könntest ja, ich habe bei manchen Kunden schon 10 Jahre täglich Daily Snapshots drauf gemacht. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Und dann hast du da eine Vektorkette von 10 Jahren. Da kann jeder gucken, ob der irgendwann mal rummanipuliert wurde. Das kann jeder nachvollziehen. Jeder kann den Source Code sehen und der Typ hat es noch beschrieben. Also, ja, oder kauf halt Mail Store oder irgendwas. Oder Bit Store oder irgendwas. Ich mach's nicht, ich sehe es nie ein. Ja. So, dann haben wir hier
Über welche Mailadresse kann ich anschreiben? Wegen einem Job, schreibt der Fab. Oh, guck mal hier, gibt schon Job. Wunderbar. Lassen wir noch ein paar Stunden übrig von dem. Info@sysops.de, die Adresse gebe ich gerne weiter. Und wie immer, EDV in Gottes Hand. Ich hatte auch lange Abneigung gegen Docker. Ja, das kannst du machen, aber für mich ist das, das hat nichts mit Abneigung zu tun. Das hat was mit triftigen Gründen zu tun, mit Erfahrungen zu tun und mit einer Grundeinstellung. Die ist im Moment deutlich gegen Docker. Punkt. Gibt kein Docker. Ende. Noch was vergessen? Nö. Sind wir schon fertig, ne? Können wir noch Gassi gehen, bald mal. So kannst du mit Mailpiler gehen. Ja, nee, kann funktionieren. Wir werden es jetzt großflächig weiter ausrollen, weil jetzt geht es ja noch viel einfacher. Du bekommst von mir auch noch einen Amazon-Gutschein die Tage. Ich muss nur mal gucken, in welchem Rahmen ich das machen darf, ohne dass ich mich da steuerrechtlich irgendwie in den Nessel lege oder du dich irgendwo benachteiligt fühlst. Falls du von mir da nichts hörst, nächsten 3-4 Tage, bitte sprich mich nochmal drauf an. Ich habe gerade ein Gedächtnis wie ein Sieb im Moment, weil so viel auf mich einprasselt. Na? Also bitte mich gerne daran erinnern, dass dafür auch noch was gibt. Kommentare? Nee, nichts mehr. Zuschauer, wie sieht's aus? Zuschauerfront. Livestreaming, 45 Zuschauer, sauber, ordentlich. 5 magische Bewertungen zu wenig. Was wirklich cool ist, wenn du hier mal im Chat schaust, wie viele Leute doch mittlerweile hier schon so eine Mitgliedschaft haben. Gestern war es fast komplett grün gewesen. Ja, Wahnsinn. Also das sind alles Leute, die sie irgendwie unterstützen. Das wäre auch so ein Finanzvorwärts. Ich muss sie am Ende des Tages irgendwo versteuern. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das... Das ist immer so schwierig. Du kannst, wir haben es am Weihnachten gemerkt, ne? hier mal einem Praktikanten was schenken. Geht nicht. Dann musst du wirklich über 1000 Ecken machen, dass du dem irgendwie... Also sofort das Geld wäre der Vorteil. Dann kriegt er die Hilfe gestrichen oder die Mutter kriegt es BAföG gestrichen und so weiter. Und das sind so zu sein. Ab 5 Euro pauschal versteuern. Bitte? Ab 5 Euro pauschal versteuern. Ja, aber ich kann ja Lernmittel und so weiter, kann ich machen. Also da gibt's Mittel und Wege. Ich habe ein super Ding. Genau. Wann kommt in etwa das Skript? Genau, Oliver Brandt schreibt, sei nicht böse, ich nicht zahle. Du, das geht hier wirklich nicht ins Geld. Das ist wirklich nur, ich habe es jetzt noch mit dem Euro online gestellt. Das ist einfach nur Zusammenhaltsding. Ja, das wird hier versoffen und verhurt und verkokst und was weiß ich, alles was gibt. Ja, ich habe noch nie Koks probiert, vielleicht habe ich bald Geld dafür. Nee, wirklich gerne gemacht, genau, Servus, gut, Job, sehe ich genauso. Aber der Job war von uns beiden, ne? Aber hier diese Schweinearbeit, die hat der Markus gemacht. Also er hat sich wirklich hingestellt, hat meine Scheißvideos sich angetan, hat die Doku nochmal durchgeguckt und hat das Ganze durchgemacht. Genau, hier wird verhurt, genau. Das ist ja Rutschef Trinkgeldgasse, es gibt ja nicht mal mehr Huren da draußen. Außerdem habe ich eine super, super Partnerin und bin da sehr ausgefüllt. Das war jetzt auch wirklich nur, ne, Koks und Nutten, das ist ja dieses, der alte Witz. Erik schreibt auch vielen Dank an Markus. Ihr wisst doch, dass wir hier viel Blödsinn machen. Also, dass ich hier keine Drogen nehme und mich nicht zusauf und ein Treuer bin, da könnt ihr euch drauf verlassen. Das ist definitiv so. Ich mache das. Du hast keine 25 Jahre eine Selbstständigkeit, wie ich das tue, wenn du inkonsequent bist oder scheiße unterwegs bist oder irgendwas, das funktioniert nicht. Andi Dremmel schreibt noch. Markus, echt super, frag Christian wegen deiner E-Mail-Adresse oder du findest mich in München. Ja, siehst du, dafür ist doch Vlogger Logic gut. Da hast du schon mal ein bisschen Perspektive für 2 Stunden Arbeit. Den Daumen musst du jetzt nochmal hochmachen, die waren gerade nicht zu sehen. Du musst die Daumen nochmal, jetzt sind die Daumen da, ganz spontan. Genau, wunderbar. Nee, dann machen wir jetzt hier einen Sack dicht. Fossi-Bär, also die Jungs, die eben gefragt haben, wegen Arbeit, sind bei uns im Matrix-Chat und da findet ihr den Markus hier unter Fossi BR. Bei R findet ihr den drin. Guck mal, ich habe immer noch das tolle Ding hier. könnt ihr den direkt anschreiben, ansonsten mir kurze Nachricht schicken, wegen Kontaktaufnahme. Sehr gut. Montag, WireGuard, komme ich nicht drum rum. Wer WireGuard schon mal mit Freenas verbunden hat, bitte mal Hand hoch bei mir melden. Dann kann ich mir schon mal ein bisschen Zeit vorher sparen. Und Mittwoch, Donnerstag wieder Sendung. Freitagmorgen wegen Rutschef. Also generell Montag, Mittwoch, Donnerstag. Sendeschema haben wir jetzt beschlossen. War auch ganz gut, weil ich morgen ohnehin wegen dem Rainer Rutschef hier keine Zeit habe, wenn morgen wird hier Dings abgesägt. SBS abgesägt.
Das wird ein bisschen härter, weil das sind drei Baustellen. Wir haben da ein SPS vor Ort mit 75 Usern in einem Limit, mit Postfächern, die wir später noch raushauen müssen. Wir haben schon einen Univention als Gast, der knapp 200, glaube ich, Postfächer schon hat, die quasi nur auf die Univention existieren und noch externe Postfächer. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir dann den Mail-Exchanger umgestellt kriegen. Wir müssen gucken, ob wir E-Mail-Accounts, guck mal, da kommt wieder so ein Spaßvogel hier gerade rein und klickt sich hier. Ja, das musste jetzt noch sein, dass da einer in den Chat reinkommt, ne? Na klar. Gut. Bist noch, Markus, bist noch da? Ja, ich bin noch Okay, da. gut, weil er war gerade, hat da, war gerade irgendwie jemand noch zusätzlich, hat hier einen Spaß gemacht, der hat gerade mal hier mit reingeklickt. Ja. Ja, natürlich geht das. Je mehr, desto lustiger. Und dann müssen wir gucken, im Moment sind alle Mails, also die Mails vom Provider werden noch gefetch-mailt und die neuen Mails auf die Univention werden schon mit einer Subdomain weitergeleitet. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir dann morgen quasi neuen Mails hinkriegen. Das heißt, Mail-Changer umleiten oder alle Mail-Accounts auf die Subdomain weiterleiten. Das sind alles Optionen, die wir haben. Takeover steht an. In der zweiten Univention, der Rainer hatte auch schon den DHCP umgestellt, hatte den Print-Server auf einen unvermeidlichen Windows-Server, der vor Ort ist, schon umgezogen. Das, übrigens, Print-Server könnt ihr mittlerweile mit der normalen Print-Konsole backupen und wiederherstellen. Drucker, Konfiguration von so einem Server, rechte Maustaste exportieren, andere Kiste importieren. Gab es früher schon ein Tool, ist mittlerweile eingebaut, ist nicht so offensichtlich. Könnte für den einen oder anderen ein wichtiger Tipp sein. Weil mit dem CUPS, das hat irgendwie alles ganz gewaltig nicht funktioniert mit dem Univention. Vermutlich, weil es falsch bedient. Das ist die wahrscheinlichste Lösung. Markus, Kommentare. Letzter hier. Dr. Anyman schreibt. Guten Abend zusammen. Man muss Docker nicht mögen, doch gibt es manche Software, die man darüber einfacher deployen kann. Deployen, ja, da komme ich gleich drauf. Ich sehe Docker eher als Deployment-Tool, doch LXC unter Proxmox rockt auch. Genau, Patrick schreibt super Leistung und morgen spricht bei der Root-Chef zu, dass das doch klappt. Deployment. Deployment ist nicht Systemintegration. Wir machen Systemintegration. Das heißt, wir haben eine Anforderung, wir beschäftigen uns mit der vollumfänglich für die eine Situation, machen eine strikte Lösung dafür. Deployment ist rausrotzen. Das ist nicht das, was wir hier tun. Wir sind hier ein vollumfänglicher IT-Betreuungsladen. Ganz wichtig. Der Kram muss laufen. Genau. Und es wird definitiv in Kürze auch einen Workshop SPS Replacement geben. Das wird richtig heftig. Da wäre ich sogar bereit, wenn einer einen konkreten Fall hat, den mit reinzunehmen, dann können wir es auch gleich am lebenden Herzen machen. Ansonsten machen wir es mit einer leeren Maschine. Würde auch gehen. Ah ja, und den Privatworkshop. Da kommt jetzt die Umfrage. Ich werde die bei YouTube machen. Privatworkshop. Wann habt ihr Zeit? Ja, was darf es kosten? Viel Geld, noch mehr Geld, ganz viel Geld. Das steht noch an, genau. So. Docker-Container selbst bauen, der Mist, der da auf Docker-Hub rumgammelt, ist fürchterlich. Ja, genau, Docker-Container selber bauen wäre was und Erik freut sich auf den Workshop und zumindest in den meisten Fällen. Genau, das ist die Deployment, das wäre die Systemintegration. Da musst du dir das Werkzeug aussuchen. Ja, du hättest ja auch einen Docker-Container bauen können. Ja, nee, wollen wir nicht. Wir wollen das wirklich greifbar haben. So wie es das gehört. Allein, wenn ich dran denke, dass so ein Docker-Container, da läuft dann irgendeine Linux-Distribution hinten dran mit irgendwelchen installierten Paketen, die du nicht kennst, in irgendeinem Stand, den du nie weißt. Ah, das ist mir alles zuwider. Nee, kein Bock. Markus, vielen Dank, dass du da heute mitgemacht hast. Da ist er. Wie gesagt, Kontakt. So rum, das muss immer spiegelverkehrt. Kontakt würde ich weitergeben dann, wenn was kommt. Bitte. Und Genau. du kannst gerne nochmal kurz hier im Chat bleiben, da können wir nochmal kurz gleich quatschen. Ich sage jetzt hier mal Tschüss. Darum baut man seine eigenen Docker-Images. Und vielen Dank, schreibt der Erik. Hier baut, wird noch korrigiert und alle verabschieden sich. Bitte noch ein Like da lassen. Glocke, Silverserver, genau, ist auch da. Andi Dremmel bedankt sich, verabschiedet sich. Ganz toll, wir machen jetzt auch Feierabend bis am Montag. Und wenn es klappt morgen, werde ich mal noch ein paar Zwischenstände von der SPS-Migration, wenn der Rainer das dann zulassen sollte. Mal auch mal posten und werde da mal ein bisschen Zusammenfassung machen, wie das gelaufen ist für die Mitglieder dieses Kanals. Ansonsten erzähle ich es Montag. Ich kann es ja eh nicht für mich behalten, wisst ihr ja. Schönen Abend, macht's gut, gehabt euch wohl, führt die und Ade.